Warum sollten wir unseren Umgang mit Geld hinterfragen? Kinder und Jugendliche sind heute für die Wirtschaft eine interessante Zielgruppe. Durch Taschengeld, Geldgeschenke und Ersparnisse verfügen sie über eine beachtliche Kaufkraft. Auch beeinflussen sie die Kaufentscheidungen von Eltern und Familie. Hinterfragt man den Umgang mit Geld, stellen sich grundsätzlich Fragen wie: Wer oder was beeinflusst meine Finanz- und Kaufentscheidung? Wie gehe ich mit Geld um? Welche Rechte und Pflichten habe ich als Verbraucherin oder Verbraucher, sobald ich volljährig bin? Bei Kaufentscheidungen wird man oft von Werbeinteressen gelenkt. Viele Jugendliche orientieren sich zum Beispiel an Influencern. Doch diese werden häufig dafür bezahlt, dass sie Produkte bewerben. Einnahmen und Ausgaben müssen sich langfristig im Gleichgewicht halten, damit keine Schulden entstehen. Sind 3 Handyverträge gleichzeitig wirklich nötig? Wann kommt ein Kaufvertrag zustande? Sind die Klauseln in meinem Mietvertrag alle zulässig? Warum gibt es AGBs? Bei Fragen helfen unabhängige Beratungsstellen wie die Verbraucherzentralen. Damit Kinder und Jugendliche in der Lage sind, ihre eigenen Finanz- und Konsumhandlungen zu reflektieren und sich selbstbestimmt am Markt zu bewegen, müssen sie die notwendigen Verbraucherkompetenzen erwerben. Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht ist ein Bereich von Verbraucherbildung, die viele Alltagskompetenzen umfasst. Dazu gehören auch die Bereiche nachhaltiger Konsum, Medien sowie Ernährung und Gesundheit. Um Sie als Lehrkraft bei der Unterrichtsgestaltung zu unterstützen, hat der Verbraucherzentrale Bundesverband den Materialkompass ins Leben gerufen. Der Materialkompass empfiehlt Unterrichtsmaterialien zur Verbraucherbildung, bewertet von unabhängigen Expertinnen und Experten. Verbraucherbildung gehört in den Unterricht. Den Materialkompass und weitere Tipps zur Unterrichtsgestaltung finden Sie auf www.verbraucherbildung.de.